6,99 HB. 699 HB. Yes. Ich bin aufgefordert worden, das Ganze in Englisch zu machen. Zweisprachig, stell dir das vor. Und ich habe immer gesagt, mein Englisch ist so bescheiden, es geht nicht. Dann schreibt echt einer, es ist fabulous. Also das bezweifle ich mal. Dann habe ich ein Banglish, das ist Bavarian English, da kann man nämlich viel tricksen. Und jetzt gehen wir zu dem T699 HD. Ich bin in einem ganz komischen Modus heute, Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber es ist schon wieder sehr ereignisreich und man ist noch gar nicht richtig wach. Ist schön. Ja. Ist schön. Ich lobe hier eigentlich schon die Einzelheiten zeigen. Oh, Mann, ist der schön. Ja. Wow, guck mal, der Sadat ist aber verheiratet. Also. Darf man eigentlich bei dir jetzt die Einzelheiten, was der serienmäßig alles dabei hat, auch erwähnen? Ja, bitte, ich bitte darum. Ich fülle ja nur Lücken mit Gaudi. Ja. Ich brauche ja Fachinformationen. Ich bin doch nicht der Fachmann. Das passt doch perfekt. Hallo. Hau raus. Schau mal. Wir fangen mal von außen erst an. Ja, wir machen jetzt mal wirklich informative, inhaltlich wertvolle Videos. Von außen, was dieses Fahrzeug schon serienmäßig dabei hat. Okay. Wir fangen dieses Jahr bei 2018 Modell. Haben wir serienmäßig Rahmenfenster von Seitz S4. Das ist mir auch aufgefallen. Dann das haben wir noch nicht. Serienmäßig zwei Serviceklappen im Fahrzeug. Dann haben wir ein Badfenster serienmäßig. Die neue Verkleidung hinten, die LED-Beleuchtung. Ja, weil das schaut jetzt nicht mehr billig aus. Ich sag's so, wie es ist. Das hat was Edles. Ich sage immer Serie. Ja. Dann haben wir einen großen Kühlschrank mit AES-Funktion. Auch Serie. AES? Das ist jedes Mal so ein bisschen Knockout schon fast gewesen. Ja. Dass er das nicht hat in der Klasse. Und das ist eine Budgetklasse. Das ist ein Budget. Das muss man einfach so sagen. Das ist kein billiges Auto, Leute. Und Glasfaser, Kunststoff komplett. Ja, genau. Ich glaube sogar holzfrei, oder? Holzfrei, absolut holzfrei. Ja, haben ordentlich aufgeschlossen, mein lieber Schieber. Dann Piezozünder, Kocher mit Piezozünder, serienmäßig. Bang. L-Sitzgruppe, serienmäßig. Bang. Hubbett, elektrisch, serienmäßig. Ich mache nämlich Bangs jetzt. Ja, mach du nur Bang. Ich mach Bang. Hier ist das ganze Programm. Hinten. Ich habe immer Angst, dass die mir die Leute mit den weißen Turnschuhen mal schicken. Da passe ich schon auf. Passt du auf mich, danke. Ja. Wir hatten, muss ich kurz eine Anekdote erzählen, Sadat, die ersten Gehversuche vom Camper-Tobi waren auch teilweise in Schongau. Ja. Wir beide, ach, in Sulzimus schon. Ich glaube, bevor das erste Video ging, haben wir da rumgestopselt und immer wieder angeschaut mit der GoPro und verwackelt und haben dann entschieden, nee, wir lassen das. Ja. Erstmal. Ja. Und dann kam das berühmte Teil hier. Und dann kam das Osmo. Und das ist wirklich hier mit den Bildern und alles, Leute, besser kann man es nicht machen für das, dass man hier wirklich günstigen Einstieg hat. Aber ich sage mal, wie das Ganze begonnen hat vor 10 Monaten und wie das jetzt ist, ist es unglaublich. Danke an alle Leute da draußen. Muss man immer wieder einbauen. Der kann es live nachvollziehen, dass das echt erkämpft ist. Serie. Yep. Ich bin ein Anekdotenmacher, weißt du? Willst du vorausgehen? Wie soll ich? Ja, klar. Okay, erschreckt. Erschreckt euch nicht, heißt es immer dann. Schön, weil ich weiß, dann sehe ich einmal hier so einen Rundumschwenk. Und das Schöne ist, wenn wir das Hubbett elektrisch runterlassen, müssen wir eigentlich gar nicht mehr viel umbauen. Nichts mehr, gell? Nein, die Polster und so weiter bleibt alles stehen. Das Einzige, was wir aufpassen müssen, dass hier keine Flaschen so. Ja, ganz klar. Darf ich dir das mal zeigen, das Hubbett, bitte, wenn ich das runterlasse? Bitte. Oder der Zuschauer. Ich bin immer noch der Meinung, der Sadat hätte das genauso drauf, dass er in Schongau den Camper-Sadat macht. Ich bin absolut dafür. Camper-Sadat. Guck mal. Ich habe ja schon die integrierten Geschichte erzählt. Super. Ja, weißt du, muss ich immer loswerden. Hervorragend. Man kann aber trotzdem hier rein und raus, gell? Stark, passt. Ja, da geht es wirklich nur ohne, dass man hier mit dem Kopf oder so. Toll. Schönes Auto fahren, doch. 699 HB, teilintegriert, ein T davor von Forster. Ja. Wo werden die gebaut? In Italien. Genau. In Trigano. Schau mal. Keine Angst mehr, und ich sage das absichtlich, vor so Sachen, die irgendwo in Italien oder sonst was gebaut werden. Die können das. Die können das, und das ist ja auch ein Wohnmobillander mittlerweile durch das ganze Europa und hin und her und pipapo. Wir bauen alle gute Autos. Jede Marke baut gute Autos, aber im Finish die netten Verkäufer, der beste Kaffee, erzählen ganz andere Werte. Ja. Wir tun alle unser Bestes. Und 100% ist eh schwer zu erzielen. Also ein bisschen tolerant durch Leichtbau bedingt und so weiter. Es ist keine Hans-Grohe-Armatur drin wie bei The Caterer gestern. The Caterer. Der hatte halt eine Armatur, die wahrscheinlich auch schon 8 Kilo wiegt. Und die wiegt halt 80 Gramm. Nee, ganz sicher nicht.
Oh, die schaut stabil aus. Die ist stabil. Cool, guckst du. Weil da waren, das waren so Kleinigkeiten bei Forster, das war ein bisschen, naja. Ja, doch, das ist eine richtige, weil wir eine Druckwasseranlage hier haben. Schönere also, Spüle auch schon. Ja. Hier mit Schneidbrett. Ja. Alles schneiden. Brett? Ja. Gar nicht gewusst, dass das geht. Schau. Okay. Auszieher. Fiesta. So, und jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Was jeder Camper liebt. Tada. Tada. Wow. Ist das nicht schön? Coole Sache. Ja, das ist wichtig an der Stelle. Wo hatten wir einen Gaskasten? Den Gaskasten? Fahrerseite links. Vorne rechts. Ja. Vorne rechts. Vorne rechts. Ah ja, der hat ihn vorne rechts. Okay. Ihr wisst, ich... Puh. Ja, okay. Too much input. Und ganz wichtig auch das Bad. Ja, Mensch, wieder mit der eigenständigen Dusche. Die habe ich oft gefilmt, auch mein Nachtvideo gemacht von einem Forster. Das ist ganz gut. Schön. Kuckuck. Andrew Ditton, dieser berühmte YouTuber aus England, das ist echt auch ein erwachsener Mann. Ja. Und vor jedem Spiegel, wo er sich filmt, macht er Kuckuck. Sorry. Das ist ein Erkennungsmerkmal bei dem. Ich könnte mich jedes Mal hinlegen. Großer Riesenkleiderschrank. Mit einer ordentlichen Stange. Ja. Die war in der letzten Generation weiß und nicht so stabil. Also die haben viel gemacht. Ich sage das wirklich immer im Detail auch. Absolut. Da braucht man jetzt, wir waren gut. Absolut. Ja. Ja, wir haben so viele Beleuchtung und so. Also es ist wirklich fast alles gedacht worden. Das ist jetzt im Grunde alles, was du jetzt schon mal, oder da gibt es ja noch viel mehr, erzählt hast. Wir bleiben mal an der Oberfläche, weil sonst wären das Speedwork. Ja. Wenn man dann sagen, die Leute, das ist eine Selbstdarsteller und so, weißt du schon. Ja. Du oder ich. Oder auch immer. Ja, dann höre ich auf. Oh nee, dann hören wir auf. Okay. Ich habe ja gesagt, wenn Dislikes kommen über 50%, dann höre ich auch auf. Okay. Aber 95% überlege ich nicht, ob ich es weitermache. Ist so. Also vielen Dank für alles da draußen. Ja. Der Sattat hat uns ganz lieb hier die ganzen, oder ganz einen Ansatz der 2018er Fresh Updates erklärt. Ja. Und die ziehen sich jetzt durch die weiteren Autos durch. Deswegen brauchen wir gar nicht mehr so ins Detail gehen. Da geht es jetzt mehr um Form, Farbe und Grundriss. Coole Nummer. Wir sollten zusammenarbeiten. Ich habe dem Sattat gerade ein Angebot. Ja. Wie eigentlich? Wir sind ja Kollegen. Oh, ist das geil. Super geil. Ja, schön. T699 HB von Forster. Die heute etwas andere Sendung in der Früh schon. Siehst du. Und wir gehen nochmal zum Challenger-Stand. Oder hast du hier am Forster-Stand noch was du uns zeigen kannst? Denn wir gehen dann zum Challenger, gehen wir nochmal Challenger rüber. Ist alles Trigano? Also diese Marken, die wir euch zeigen, das sind natürlich auch unsere Handelsmarken. Forster, Eura, Karmann, Challenger. Das gehört zur Trigano-Gruppe, kann man ja immer wieder mal sagen. Deswegen können wir hier auch markenpolitisch einfach von Stand zu Stand gehen. Die stehen auch alle hier nah beieinander. Das ist auch Absicht, da hatten wir für jeden Anspruch was dabei. Ob er nun ein ganzjähriges Fahrzeug braucht etc. Ich bleibe nochmal hier stehen, weil das ist sehr schön gemacht von Forster. Wir haben übrigens eins im Dachboden seit einem Jahr, das muss man mal aufstellen, fällt mir gerade ein. Ich habe meins aufgestellt. Du hast deins aufgestellt? voll erwischt. Also bis gleich auf dem Challenger-Stand. See you later. Bye bye.